jetzt hat eigentlich hier «Es wird besser» ins Bett kommen. Fabio Huwiler, ist der irgendwo auf dem Platz? Fabio, auf einer Bar? Ich sehe ihn nie, ich bin kurzzeitig gesehen, ich sehe die zwei davor, am besten. Und natürlich der Fabio Huwiler, komm über den Bier, komm, renn! Er will einfach immer, immer so viele Leute, die ihm zuschauen, weil er ist eigentlich die, er ist die Person, die sonst Leute aufnimmt, erzähl etwas, genau. Über «Es wird besser». Hallo Bern, sind ihr alle da? Mein Name ist Fabio Huwiler, ich bin der Präsident des Vereins «Es wird besser», der sich dafür einsetzt, dass junge Lesben, Schwule und Transsexuelle einfacher outen können. Das ist schön, zwei Fans. Vor 10 Jahren hatte ich mein Coming Out, 3 Fans, und als ich das hatte, wollte ich eigentlich nicht schwul sein. Ich dachte, dann wäre ich so ein grusiger, schwuler Mann, der wahrscheinlich irgendwann an einer Krankheit erkranken würde oder in der Gesellschaft nicht akzeptiert wird. Auch die Medien haben negativ darüber berichtet, über homosexuelle Menschen, und das hat mir auch nicht wirklich geholfen. Und doch habe ich mich immer zu Männern hingezogen gefühlt und nicht wie meine Kollegen zu Frauen, oder ich dachte zumindest, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlten. Nun, vor sieben Jahren habe ich meinen Partner kennengelernt und seit ein paar Monaten sind wir in einer eingetragenen Partnerschaft. Wir fühlen uns wohl. Uns geht es gut als schwule Männer und ich glaube, wir finden uns auch in der Gesellschaft zurecht. Ich bin schwul und das ist gut so, hat doch mal so ein Bürgermeister gesagt, oder? Ist das so? Wenn wir schon vor dem Bundeshaus ein Festival veranstalten können, dann geht es uns doch allen gut. Braucht ihr nichts mehr, oder? Ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Es gibt immer noch junge, schwule, Lesben, Transmenschen, die sich immer wieder fragen, wo ihr Platz in der Gesellschaft ist oder wer sie sind. Sie werden dabei gemobbt und gehänselt und irgendwann sind sie ganz still. Für mich persönlich hat es sehr geholfen, dass ich ein gutes soziales Netzwerk hatte. Dieses Netzwerk fand ich in einem lesbisch-schwulen Treff. Da gab es den normalen Schwulen, der eigentlich nichts einfach war. Er war einfach schwul, kein Problem. Es gab den Ledertypen, es gab die starke Tunte, den HIV-Positiven, der jede Nacht einen anderen hatte, der Suchende, Alte, Junge und Mittelalte. Diesmal konnte ich in ruhiger und fröhlicher Atmosphäre mich selber finden und mich fragen, wer ich bin und was ich sein möchte. Diesmal waren es keine Schlagzeilen, sondern echte Gefühle und Geschichten. Um solche Rollenbilder auch der heutigen Jugend mitzugeben, bin ich vor 2 Jahren dabei gewesen, als wir den Verein «Es wird besser» gegründet haben. Auf «Es wird besser» findet man Videos von Schwulen, Lesben und Transmenschen, die ihre Geschichte und ihre Sichtweise mitteilen. Da gibt es auch verschiedene Rollen und Geschichten. Den selbstsicheren Schwulen, die aufgeklärte Lesbe, den süßen Bisexuellen, die fürsorgliche Mutter, den Transmenschen mit berührender Geschichte. Und ich hoffe eben, dass auch Lesben, Schwule und Bisexuelle und Transmenschen von heute herausfinden können, wer sie sind, wo sie stehen und was sie möchten. Und vielleicht sieht ja auch die eine oder andere Hetera oder der eine oder andere Hetero eine Geschichte und merkt, dass wir gar nicht so speziell sind oder so anders. Im Laufe der Jahre ist einiges passiert. Wir haben das Partnerschaftsgesetz
was uns rechtliche Vorteile gibt und auch Nachteile, aber darüber rede ich heute nicht. Und es gibt Politiker, die sprechen sich für unsere Rechte und auch Pflichten aus. Und es gibt immer wieder neue Ansätze, wie Coming Out umgesetzt und vereinfacht werden kann. Es wurde besser und es wird immer noch besser. Trotzdem sollten wir uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Um noch unerreichte Ziele zu erreichen, wünsche ich mir weiterhin eine gute Arbeit, Zusammenarbeit zwischen den Organisationen und Vereinen, Kooperation und Kollaboration. Solche Zusammenarbeit wird uns auch heute ermöglicht, dank den Männern und Frauen des Gay West, die uns hier auf dem Bundesplatz Platz geben, uns zu präsentieren und aufzuklären. Wir stehen vor dem Bundeshaus, wo Recht und Ordnung erfunden wurde. Machen wir das Beste draus und arbeiten wir zusammen, begegnen wir uns. Vielen Dank.